Ja, hallo und herzlich willkommen zu MTG Arena. Es ist jetzt ein paar Tage her, da kam jetzt Ikoria raus auf Arena. Wie viel ist denn heute? Heute ist der 19. Und vorgestern wäre Pre-Release gewesen, also am 17. Wäre offiziell am Samstag der Pre-Release gewesen. Wegen Corona geht es jetzt nicht. Daher wurde jetzt auf den 15.05. verschoben. Zumindest hier in Europa. Aber man kann es eben schon in Arena spielen. Ich habe meine Booster schon aufgemacht. Ich habe leider keine mehr. Ich habe ein paar Quests zu machen. Zu maken, wie andere Leute sagen würden. Und ich habe hier so einen Premieren-Draft. Das ist ein zeitlich begrenztes. Hier gibt es zeitlich begrenztes Angebot. Da habe ich schon, weiß nicht, welchen habe ich bekommen. Ich habe den da bekommen. Den unausweichlichen Untergang. Da gibt es hier coole Skins. Für coole Creatures und so. Und ich habe mir hier so ein Deck zusammengestellt. Muss ich schnell was trinken? Sprich, habe ich mir erdraftet eigentlich. Und ja, das spielen wir mal. Das ist hier mal so die ganze Liste. Also das Deck geht nicht wirklich groß auf, wie soll ich sagen, das geht hier jetzt nicht wirklich groß auf Damage, das sprich auf dicke Kreaturen. Also das hier, das ist meine Trumpfkarte in dem Deck. Was aber die Kreatur halt plus 20. Aber sonst ist das Stärkste, was ich eigentlich habe, vom Power Level her 4. Oder habe ich noch irgendwas mit 5 drinnen? Nein. Und sonst habe ich halt bloß irgendwie solche kleineren Sachen. Und Death Touch und dies und das. Ja. Jetzt muss ich nur noch gucken. Und ich wollte vorhin noch was nachschauen, wegen. Habe ich Cycle-Karten mit drin? Ich glaube nicht. Evo-Elementar. Na, wobei, das könnte je nach Situation könnte das recht gut werden. Sprich, recht groß, aber sonst eigentlich. Da habe ich noch hier die bei den roten Sachen habe ich noch ein paar, glaube ich, ein paar Sachen mit Bedrohlichkeiten mit drinnen oder so. Ah ja, hier, umwandeln. Bezahlen, um diese Karte abzuwerfen und eine Karte zu ziehen. Ah ja, okay. Oder? Ne, ich habe nicht wirklich viel Bedrohlichkeit drin. Also ich habe dich nur wegen dem Boy. Bei dem könnte ich echt ein ganzes Bedrohlichkeitsdeck eigentlich bauen. Kreaturen mit Bedrohlichkeit, die kontrollierst, können nicht geblockt werden, außer von jeweils drei oder mehr Kreaturen. Das ist halt richtig gut. Weil sie können ja sonst nur von zwei geblockt werden und drei. Und eine mehr ist natürlich dementsprechend besser. Und ich habe mal gesagt, wir spielen jetzt einfach mal und schauen, wie gut unser Deck ankommt. Je nachdem muss ich es halt einfach ein bisschen ändern. Also sprich, wie mein Deck ankommt. Halte ich das? Ja, ich halte es mal. Lege eine Todesbürgungsmarke und dann eine Bedrohlichkeitsmarke. 7 Zeichen. Und da war mit meiner Kosten von Listkampf 3 oder weniger. Ja, das passt ja. Meine ganze Kurve besteht ja nur fast nur aus 3. Nein, das EV-Elementar spiele ich jetzt nicht. Hör auf! Es lohnt sich halt absolut nicht, das zu spielen. So. Auf meinen Friedhof, das mache ich jetzt mal nicht. Ich bin in Wasserkreis-Boy. Der spielt anscheinend dreifarbig. Oder diese komische Teros. Ich glaube, das war die Waffe von Teros. Ja, da drüben wäre hier mein. Legendäre Menschen, die kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Okay. KK.
5 Karten der an seinen Kreaturenkarten auch vorzeigen. Hand nehmen, lege den Rest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na komm. Ja, der Gruseltänzer wäre recht. Ach, den hole ich nachher eh wieder. Okay, da brauche ich nicht angreifen. Ins Spiel. Okay. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Deine Wahl, lass deinen Friedhof deine Hand zurück. Nicht Mensch. Das bringt mir gerade nichts. Nice, okay, dann nehme ich den. Komm, ich trade jetzt einfach. Ich glaube, das ist nicht zu laut. Nachdem ich ein neues Mikro habe, kann ich nicht einschätzen, wie laut die Geräusche da sind. Das könnte ich tatsächlich jetzt machen. Mag ein Spiel nämlich bedrohlich, Todesberührung oder Lebensverknüpfung. Bringe bis zu 2 Kreationen können deiner Wahl mit umgekehrtem Mana-Kost von insgesamt 3. Ach, insgesamt 3. Scheiße. Ja, dann muss ich den nehmen. Der kriegt jetzt einmal Todesberührung und einmal Bedrohlichkeit. Ja, angreifen brauche ich nicht. Oh, hätte eh Wachsamkeit. Ich bait einfach mal. Mal schauen, ob er blockt. Nein. Der hat richtig gute Gruseltänzer. Vor allem, weil der sehr flexibel ist. Aber den kriege ich jetzt nicht mehr weg. Das ist ein bisschen scheiße. Ah, okay. Das ist nicht die schlimmste Wahl. Nicht Mensch, deine Wahl auf meine Hand zurück. Kann ich nicht spielen. Deine Todesberührungsmarke. Jo. Gar keine Länder. Oh, und ich spiele den Gruseltänzer selber. Okay. Die gibt dir wahrscheinlich. Na, die gibt ihm Bedrohlichkeit, denke ich mal. Weil dann kann ich nicht blocken. Lebensverknüpfung bedrohlich. Mit 2. Nein, keine Probleme. Actually sieht das nicht gut für mich aus. Delikt Trampelschadenmarke. Ich habe aber nichts, um den zu zerstören bis jetzt. Oder den Pazifismus zu removen. Kriegt er meinen Gegner. Wenn dem Zug bereits Schaden zugefügt wurde, was habe ich denn in meinem Friedhof?
Ich hab bloß den Ausgrabungsmaulwurf. Scheiße. Und für 3 will ich das ehrlich gesagt nicht casten. Keine Attacks. Ja, der fliegt jetzt. That's not good. Ein Trampelschaden verursacht 1-1-1. Okay. Ist halt so, keine Ahnung, komm, ich lege auf den Skorpion. Ich bait einfach mit dem mal rein. Okay. Das war ein richtig guter Tausch, habe ich gehört. Oh, ich mag das Deck von dem jetzt schon nicht. Wenn ich jetzt nochmal gegen den spielen muss, dann habe ich eh instant verloren. Mal sagen, G, oder? 2-3, lege eine Trampelschadenmarke drauf. Ja, komm. Bezahl ich X4. EV-Elemental ist nice. Aber bringt mir halt voll nichts mehr. Ich hab, wenn ich mit denen angegriffen hätte, hier der Safe durchgelassen. Hat jetzt absolut nicht gut gegangen. Okay, ich muss kein zweites mehr spielen. Ich passe jetzt einfach mal mein Deck an. Reißende Clown. Ah, okay, es nimmt eh eine Stunde auf. Also das ist. Kein Äffchen. Doppelschlag. Ja, ich habe halt nichts, was da irgendwie, oder? Gegenseitige Zerstörung. Blende Karte mit Aufblitzen, Opfer eine Kreatur. Okay, das geht halt. Das geht noch. Ja. Dass ich da was opfer, aber sonst. Komm, ich lasse es. Ich lasse es jetzt mal. Selbst wenn ich da verliere, ich krieg wenigstens einen Booster und 50 Edelsteine. Ich würde wenigstens 2 Siege haben wollen, dann kriege ich ein paar Edelsteine und 2 Booster, aber mal schauen, ob es mit dem Deck überhaupt funktioniert.
kriegt den Death Touch mal. Auch drei Farben. Wow, Fuchspapagei. Für eine Mutation lege ihn unter oder über eine Nicht-Mensch-Kreatur deiner Wahl, die sie mutiert zur Kreatur oben auf mit den Fähigkeiten darunter. Mal, was er nächste Runde spielt. Schlag, solange sich drei der Rechnung tanzt, okay. Elemental spielen. Komm, ich mach's nächste Runde. Attack! Von der für diese Reichweite-Marke ist halt richtig gut. Kann man sogar noch sehr flexibel sein. Bedrohlichkeitsmarke auf eine Nicht-Mensch, okay? Okay, kann nicht pumpen. Kann hier kontrolliert alle für 5-1 Marke. Den EV-Elementar wird er wahrscheinlich dafür blocken. Außer er kriegt jetzt 3 spontan Zauberhexereien in seinen Friedhof. Aber das bezweifle ich jetzt mal, dass das möglich ist. Zumindest bei ihm. Aber er hat was vor. Mutation. Immer wenn diese Kreatur mutiert, bringe ich einen spontan aus deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurück. Also das ist halt für den Vielfraß, also für die Fähigkeit mit dem Doppelschlag halt absolut nicht gut, aber sehen wir mal, was ist jetzt los. Achso, er kann wahrscheinlich irgendwo, er könnte jetzt irgendwie reagieren. Er hat wahrscheinlich irgendwas auf der Hand. Schick eine bleibende Karte auf die Hand zurück. Oh, schick mir das dann zurück. Das ist so lustig. Vorbei.
Farm, ich hatte ihn auch gleich noch raus. Wir brauchen hier eine Wall. Immer wenn du einen Nicht-Kreationsabschluss sicher etwas einfach was einzeln auf den Pyrotherapeut ist, okay. Dann greifen wir mal an. Okay. Er lässt sich. Okay. Also, solltet ihr fragen, warum ich mit dem nicht angegriffen habe, warum ich mit dem nicht angegriffen habe, also, wobei, ich glaube, das erklärt sich selber. Okay. Ausgewachsen. Okay. Oder eine Bedrohlichkeitsmarke. Ja, dann nehme ich den Fersenbeißer wieder. Kriegt einmal Bedrohlichkeit. Ach so, weil es ja die erste ist. Lege eine Todesberührungsmarke auf eine davon und dann eine Bedrohlichkeitsmarke auf eine. Was? Aber wieso hat er da nicht mit. Ach doch, jetzt hat er Bedrohlichkeit. Er hat zweimal Todesberührung und er hat doppelt Todesberührung. Okay. Interessant. Würde den wahrscheinlich nochmal pumpen, damit er den dann. Oh doch nicht, kann er gar nicht. Ja, eigentlich ist es egal. Doppelt Todesberührung. Oh. Ja, okay. Hallo. Das ist richtig ehrenlos. Richtig ehrenlos. Hallo. Immerhin schon mal ein Game gewonnen. Und ich habe bloß davon nichts erfüllt. Okay.